Da sind wir wieder bei. Genau, bei Final Fantasy 15 der Pocket Edition in HD. Wir befinden uns jetzt hier gerade mitten in der Wüste. Und ja, ich habe jetzt noch gar nicht gezeigt, so was man hier alles machen kann. Hier könnt ihr eure Waffen anschauen, welche ihr gerade ausgerüstet habt. Und seht auch, was ihr hier noch so nachträglich ausrüsten könnt. Leider seht ihr jetzt hier noch nicht die Erfahrungspunkte, was ich sehr schade fand. Aber hier könnt ihr Beispiel Verbrauchsgüter verwenden, wichtige Gegenstände und Wertgegenstände. Und diese Metallsplitter sind Wertgegenstände. Und ja, schlussendlich habe ich noch kein Speichern gefunden. Vielleicht wisst ihr ja, wo man speichern kann. Wie gesagt, ich finde hier nichts. Ich kann es jetzt auch nicht aktuell sagen. Hat uns die Großstadt nicht vorbereitet. Redet euch einfach ein, ihr würdet zum Auto laufen. Dann töten wir einfach mal erstmal weiter Gegner, bis wir dann irgendwann mal was zum Speichern finden. Hey, passt auf, eine wilde Bestie. Ach, paar kleine Skorpionchen. Warp-Angriff. Neige den linken Stick in Richtung eines Gegners vor dir und drücke den X-Knopf, um dich dorthin zu warpen und dein Ziel anzugreifen. Dies verbraucht MP. Ein rotes Feindsymbol deutet auf einen Gegner hin, der nicht auf dem Bildschirm angezeigt wird. Neige den linken Stick in dessen Richtung und drücke den X-Knopf. Neige den linken Stick und drücke den X-Knopf. Hä? Ein rotes Symbol deutet darauf hin. Aber es werden doch alle Gegner hier mehr angezeigt. Hä? Okay. Ich glaube, das war jetzt gerade ein bisschen fehl am Platz. Kampfende. Okay, aber wir haben die Spezialtechnik jetzt gelernt. Oh, unglaublich, wie ihr das geschafft habt. Sehr gut, das wär's. Was passiert hier gerade? Aufgestiegen. Schön. Sowas finde ich immer gut, wenn ich aufsteige. Mag ich, definitiv. Okay, langer Ladebildschirm. Kann man machen. Mhm. Kostet nur Zeit, aber ist in Ordnung. Akzeptieren wir mal. Die Sonne geht unter. Stimmt. Ziemlich düster geworden. Hm? Ein Anruf? Ja? Ich bin's, Sydney. Wie läuft die Jagd? Gut, sind fertig. Bestens. Könnte ich euch vielleicht um noch was bitten? Geht um einen Jäger namens Dave. Er meldet sich nicht mehr. Sollte in einer Hütte ganz in eurer Nähe sein. In welcher Hütte? Aha. Geht klar. Wir sehen nach. Vom Jäger zum Gejagten. Die FP-Fertigkeitspunkte, die du auf deiner Reise erhältst, können dazu verwendet werden, die Kommandos deines Charakters auf der Seite Fertigkeiten des Hauptmenüs zu stärken. Drücke den Plus-Knopf. So, hier haben wir dann einen Skillbaum. Och, ich liebe Skillbäume. Toll. Schön, dass ich hier so viel auswählen kann. Jetzt möchte ich mir das aber angucken, ja. Boah, Leute, guckt euch mal diesen Skillbaum an. Wuhu! Pariere gegnerische Angriffe, wirf einen Gegner mit einem lähmenden Tritt um. Okay. So. Gibt's eine Spur? Warte mal, ist das nicht eine Kiste? Das ist eine Kiste. Ich habe vorhin Kisten übersehen. Ich bin so doof. Wahrscheinlich habt ihr schon längst in die Kommentare geschrieben. Dabei, ach, das ist so offensichtlich gewesen, diese Kisten. Und ich, Depp, ich sehe die nicht, ne? Ne, ich gehe da jetzt nicht gucken. Ich will erst die Kisten sehen. Ach, da oben ist was.
Ach, da darf ich noch gar nicht. Oh, beschiss. Eine Nachricht? Mutiertes Doppelhorn gesichtet. Rufname Bluthorn. Merkmale rote Hörner. Äußerst aggressiv. Sonstiges offener Jagdauftrag für Taoti. Also ich muss jetzt diesen Boss da besiegen. Warum hatte ich keinen Action-Button? Drücke im Kampf... Gegenstände im Kampf benutzen, drücke den Plus-Knopf während des Kampfes. Um das Kampfmenü anzuzeigen. Wenn ein Charakter wenig Lebenspunkte hat, dann wähle ihn aus und drücke den A-Knopf, um einen Regenerierungsgegenstand zu benutzen. Heiltrank. Okay. Und jetzt hatte ich pariert, okay. Das ist gut, parieren ist immer gut. Machen wir mal den nächsten. Ah, gut, wenn ich am Anfang das mache, habe ich Zeit zum Parieren und da pariere ich und bei dem anderen weiche ich aus. Okay, gut, das habe ich jetzt verstanden. Noch schnell reagiert. So, jetzt machen wir erstmal euch hier... diese Taoti platt. Was ist es? Was hast du, Ignis? Mir ist ein neues Rezept eingefallen. Oh, da freue ich mich drauf. Zutaten. Anakfleisch, leidender Pfeffer. Sammle Zutaten auf und Ignis wird sich Rezepte dafür ausdenken. Sobald du alle Zutaten für ein Gericht gesammelt hast, kann Ignis es am Lager oder in einer Hütte zubereiten. Nockt und seine Freunde können abhängig von der Art des Gerichts stärker werden. Und da haben wir hier so einen Sandhaufen. Ein Luxusbaustein. Kann ich mir noch irgendwie Häuser bauen oder was? Hier kann ich nichts machen, aber das kann ich bestimmt kaputt machen, oder? Ah, es sind auch schon wieder 5 Stück. Komm, erstmal machen wir jetzt einen kaputt. Schön, dass es auch hier im Hintergrund dann verschwindet. Komm, und wir machen den jetzt erstmal platt. Oder wir machen die alle erstmal platt. Okay, wer hier nicht rechtzeitig ausweicht, der hat echt gelitten. Und weg mit dir. Wow. Dave, der Jäger, nehme ich mal an. Wir haben dich gesucht. Alles in Ordnung? Danke, nett von euch. Ich habe mir den Knöchel verstaucht und hänge hier fest. Ich war auf Doppelhornjagd und ziemlich erfolgreich, will ich meinen, bis mich dieses eine Exemplar erwischte. Ein grässliches Biest, wild und gefährlich. Ihr seht mir zwar nicht wie Jäger aus, aber vielleicht habt ihr ja Mumm. Klar, kein Problem. Was springt für uns dabei raus? Ich danke euch. Dann sperrt mal die Lauscher auf. Klar. Wir haben es hier mit einer Mutation zu tun. Sowas muss man ausmerzen, bevor es sich ausbreitet. Bin schon lange Jäger. Aber solch rote Hörner sind mir noch nie untergekommen. Die Tage werden immer kürzer und jetzt sowas. Ist das ein Zufall? Vom Jäger zum Gejagten. Bluthorn niederstrecken. Aber, bevor wir das machen, ich habe da drin was gesehen. Luxusbaustein. Sicher verkaufen.
Ob wir gleich jetzt schon auf Bluthorn treffen? Ich weiß es nicht. Weiß aber, wartet mal. Ach, das ist noch weit weg, weit weg, weit weg. Ach gut, der ist auch wieder vollgeheilt. Wunderbar. Kann ich jetzt hier erstmal ein bisschen erforschen. Wie sieht's da drüben aus? Es lässt sich sicher verkaufen. Ah, die Sprüche werden auch immer einseitiger. Jetzt schon. Es lässt sich sicher verkaufen. Es lässt sich sicher verkaufen. Ja, ist richtig. Schimmelfrei. Könnte schmecken. Sorge, die Zustand für wilde Jägerspieße. Achso, das war das, was ich genau gebraucht hatte. Versteinerte Muschel. Hier ist weiter nix. Da oben ist irgendwas. Ich schlage vor, dass wir rasten und uns gründlich vorbereiten. Ja, gute Idee. Gut, dann lasst uns das nächste Refugium aufsuchen. Ah! Eine Pause machen. Das ist also ein Refugium. Oder ein Lager. Wie auch immer man das nennen möchte. Und immer schön lächeln. Schöne Selfies. Einen schönen Grill ausgepackt. Warum ist das jetzt auf einmal alles her? Ganz im Ernst. Essen fassen. Angriffsboost. Lebensregenerationsboost. Und? Na, noch einen? Nein, okay. Ja, weißt du, noch früher, ach Mann, das waren Zeiten und da alles so total easy peasy, lemon squeezy. Ja, und dann haben wir doch da gemeinsam diesen Doppelhorn, Bluthorn gelegt und ach nee, das machen wir jetzt erst noch in der nächsten Folge, ne? So, jetzt ist Tag und ich kann jetzt hier nicht nochmal was machen. Nicht nochmal, Und ich kann hier auch immer noch nicht, ja, um das nochmal zu zeigen, kann hier immer noch nicht speichern. Ich kann hier Erfolge angucken. Wow. Danke. Erfolge und das war es. Also, wie gesagt, außer Soundeffekte und so weiter ist hier nichts. Zurück zur Karte des Kontinents und Hilfe, Spielanleitung. Aufheben, sprechen, zertrümmern. Menü öffnen, zurück, Kampf abbrechen, bestätigen. Also, ihr könnt es anscheinend hier nur in einem durchzocken oder so. Ich weiß nicht. Ich sehe jetzt hier kein Speichersymbol. Ich weiß aber definitiv, dass ich gespeichert habe. Hier draußen gibt es genug zu erlegen. Na und? Das macht mich noch lange. Ich glaube, das ist unser Freund. Ein Doppelhorn. Ja. Vorsicht, Sie kommen! Bluthorn. Verbündete Kommando. Dieses Kommando wird dir von einem Verbündeten automatisch im Kampf verwendet. Jeder Verbündete bietet andere Unterstützungsfähigkeiten. Verbündete besitzen Fertigkeiten, die sich ihre individuellen Stärke zunutze machen. Wenn während eines Kampfes ein Kommandosymbol erscheint, dann drücke den B-Knopf, damit ein Verbündeter seine Fertigkeit nutzt, um Noctis zu helfen. Okay. Durch bestimmte Angriffe im richtigen Timing versetzt du Gegner in einen geschwächten Zustand. Entdecke, wie man dies hinbekommt und mache kurzen Prozess mit einem Feind. Jawohl, schön kritisch treffen, das ist gut. Oh, verdammt. Niedergeworfen. Bin ausgewichen. Ey, hallo? Komm her. Genau, immer schön beiseite drücken. Und immer wieder schön drauf da. Ich weiß zwar nicht, wen du da angreifst, aber das ist mir ganz recht, dass du da in dem Augenblick nach vorne angreifst und nicht mich angreifst. Aber damit kann ich dich auch nicht umwerfen. Er muss mich angreifen.
Genau. Und jetzt können wir wieder schön kritisch treffen. Jawohl, genau so muss es sein. Das war doof von mir. Ich müsste in dem Augenblick ausweichen. Aber okay. Jawohl. Immer schön davor stellen, damit ich dann ausweichen muss. Das ist in Ordnung, so gefällt mir das. Und? Wo ist er denn? Da ist er doch. Geschafft. Kaputte Taschenuhr. Auf die Hörner genommen, abgeschlossen. Ja, finde ich auch eine gute Idee. Dein Telefon. Ja? Hab gerade mit Dave gesprochen. Danke für eure Hilfe. Gerne doch. Wir schulden euch was. Euer Wagen ist übrigens auch fertig. Schaut am besten mal rein. Alles klar. Zurück in Hammerhead. Näher dich einem Charakter mit Geschäftssymbol über den Kopf und drücke den Y-Knopf, um das Geschäft zu betreten und um Gegenstände zu kaufen oder verkaufen. So, drücke R-Taste, um zu verkaufen. Ich will ihm die Hände aber eigentlich gar nicht verkaufen, aber okay, gut. Wechsel zur Seite, tausch Wertgegenstände. Drücke X-Knopf, um alle Wertgegenstände zu verkaufen. Okay, warum machst du das? Wähle die zu kaufende Waffe. Kaufen. So, du hast eine neue Waffe erhalten. Rüste dich damit aus. Drücke B-Knopf, um das Geschäft zu verlassen. Ab jetzt kannst du über das Hauptmenü auf das Geschäft zugreifen. Drücke den Plus-Knopf. Ja, dann auf das Geschäft. Du kannst die zuvor besuchten Geschäfte im Hauptmenü und wähle den Ausrüstungsknopf um. Aha. Die Waffen von Noctis. Drücke den B-Knopf, um das Hauptmenü zu schließen. Danke, das ging jetzt so schnell. Das heißt, jetzt gehe ich da mal rein, gehe auf die Waffen. Gehe auf Noctis, sage B-Händer. Ist ausgerüstet. Aber wie kann ich die jetzt einsetzen? Ich würde sagen, wie das Ganze weitergeht, das erfahrt ihr im nächsten Part. Ich kann ja gar nichts an der Legende ändern. Ach doch, so. Ortschaft, Aufgaben, Regalia, beidseitige Treppe, Treppe ab, Treppe auf, Straßensperre, Geschäft, wichtiger Kampfzone. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tor. Haut rein. Tschüss.